Und dann müsste ich 8 Tage am Stück nur vorgehen, bevor ich mir irgendwas Interessantes habe. Das ist langweilig. Aber ich kann an einem einzigen Tag schon eine 20er Escape Street ja zweimal machen, was schon heftig ist. Also macht es viel mehr Spaß, diese Escape Street zu machen, weil das nicht so viel Zeit kostet, bevor es interessant wird. Oh mein Gott, ein Bubba. Gimme. Gimme, gimme. Alles corrupted? Nicht ganz. Weltrekord. Es gibt keinen Streamer, keinen YouTuber, der mehr als 34 Escapes Solo Queue hat. Nochmal für alle. Solo Queue. Also das Schwerste. Nicht SWF. Loop 3 hat mehr. Solo Queue. Nein, hat er nicht. Ich würde es nicht Weltrekord nennen, Freunde, wenn es irgendwen gäbe, der mehr hat. Versteht ihr das nicht? Ich sag nicht dazu Weltrekord, aber eigentlich haben so 10 Streamer mehr. Nein. Ich nenne es Weltrekord, weil es keinen einzigen Streamer oder YouTuber gibt, der Solo Queue mehr Escapes in a Row hat, ohne Keys obviously auch. Ohne motherfucking Keys, ohne Mitspieler. Nur du und 3 Randoms, 34 Escapes in a Row. Muss mich gerade ein bisschen umschauen. Der hat seine Chains so früh angezogen, dass wir Zeit haben. Bumba bam Bambusel. Kein Risiko, Freunde. Wenn er das 50-50 gewinnt, bin ich tot. Ich hätte das Fenster vaulten können. Dann besteht aber die Gefahr, dass er das abkürzt und dann kann er mich unten wegsägen. Ist also ein 50-50. Wenn ich zum Pallet laufe, ist es ein 100-0. Also ich überlebe safe. Wieso eigentlich ohne Keys? Wer macht die Regeln? Ich. Warum ohne Keys? Weil mit Keys ein Free-Win ist. Ich müsste gar, also, ich könnte hier euch jeden Tag eine 30er Escape-Streak machen mit Keys. Gut, ich spiele nicht 30 Games am Tag. So, nach ungefähr, also um 21 Uhr habe ich etwa 25 Spiele gespielt. Und die würde ich alle gewinnen. Also wenn nicht gerade der Killer mich streamsniped und irgendwo random in einem Schrank rauszieht, ich könnte euch jedes Game gewinnen. Ich habe Clairvoyance, ich nehme Key mit, ich weiß immer, wo die Hedge ist, auch wenn sie geschlossen ist. Ich weiß immer, wo die Hedge ist, geh einfach hin, mach auf. Und der Killer muss die Türen deffen. Er kann ja nicht die Hedge deffen. Oh mein Gott, die ist weg. Dann muss ich jetzt mit dem Schrank spielen, Freunde. Eins, zwei, drei, vier. Bam. Und jetzt keine Stacks mehr. Dann kann ich maximal Maus einsen, das wird er wahrscheinlich auch machen, oder? Ne? Oh, oh. I need a pallet. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben nichts, wir werden hier irgendwann drauf gehen. Wir haben halt nichts und halt Bambusel. Er hat nur 2 Stacks, Freunde, schafft er nicht. Wir können weg. Und er hat auch noch Bambusel gehabt. Wir konnten da nicht durch. Tja, Freunde. Es gibt nur einen Weg. Bambuselt er da hinten vorher? Ja, oh mein Gott, er babuselt vor. Let's go, wir sind frei. Dobby ist frei. Oh, Baby. Oh, eine LT-Wall. Deswegen liebe ich Bubbas. Habt ihr das gesehen? So sieht das aus, wenn ein Bubba seine Chainsaw beherrscht und weiß, was er tut. Da
aber halt einfach nichts machen konnte, weil ich halt auch gut bin in dem, was ich tue. Und das einfach so ein richtig ebenbürtiges Duell war, wo ich dem Tod immer... Ich hab richtig mit dem Tod getanzt. Und deswegen ist Bubba das Geilste auf der Welt. Ein Fehler und ich hänge. Aber ein cleaner Loop und ich hänge nicht. Oh, das macht so Spaß. Ich liebe Bubba. Oh, kein Killer ist so belohnend, wenn du clean spielst. Du kannst doch so clean spielen, ein Blight würde dich trotzdem wegrotzen. So, egal wie clean du bist, ein Blight gewinnt. Aber bei einem Bubba ist es, solange du clean bist, lebst du. Oh, liebe ich. Na gut, ich sag mal, so hätte er mich mal aus 1 weggekommen. Ich war ja da wirklich in der richtigen Dead Zone. Also Todes. Zu seinem Unglück wusste ich halt genau, wie lang sein Tantrum immer geht. 4 Sekunden 1 Stack, 5 Sekunden 2 Stacks und 6 Sekunden 3 Stacks. Ne, 4, 5, 6, ja. Wenn er 3 Stacks benutzt, bis 6 zählen. Wenn du aber zu schnell zählst oder zu langsam, bist du tot. Du musst schon on point. Du hast ungefähr eine halbe Sekunde Zeitwindow. Du musst es auf die halbe Sekunde genau runterzählen. Kein Risiko. Wenn er mich an den Haken kriegt, facecampt er mich. Wir dürfen kein Risiko eingehen, indem wir flexen. Close Geschichte. Ja! Oh mein Gott, ich hab Gremium wollte wie ein Idiot, weil ich nach hinten geguckt habe. Verkackt. Leute, er scheißt auf die. Oh, noch nicht, die macht gleich die Tür auf. Die fängt wegen Hilfe. Oh mein Gott, das Tantrum, er könnte weg da, aber er tut's nicht. Oh mein Gott, nach dem Tantrum hat er keine Stacks mehr, um zu one-shotten. Komm, wir blocken sie, sofern es. AFK. Holy shit, das war der beste Bubba, den ich je gesehen habe. Das hat so Spaß gemacht. Oh, war das geil. Endlich mal ein Bubba, der Bambuse spielt und seine Chainsaw nutzt.